Wissenswerte von Genu, Ute und Nicole. Heute mit einem Strickprojekt, und zwar, wie ich finde, ein ziemlich edles Strickprojekt. Ja, ist auch aus einem edlen Material, ja. Und zwar ist es die Alpaca Fino von Pasquali. Das ist eine reine Alpaca-Wolle, die kommt aus Peru und ist für eine reine Wolle also so erstaunlich weich, also erstaunlich angenehm. Ja, es fühlt sich auch ganz weich an. Es ist eine Wolle und hat die Eigenschaften von einer Wolle, also mit sehr empfindlicher Haut, aber es ist eine Jacke, man trägt sie ja nicht direkt auf die Haut. Aber das ist wirklich ein schönes Material. Mhm. Ich habe gebraucht 700 Gramm, das sind 7 solche Knäule, und das ist der Rest von den 700 Gramm. Außerdem habe ich sie ja, wie man sieht, noch mit Perlen bestickt. Die Perlen habe ich gekauft bei Müller Drogerie. Und das ist aber so eine Firma, die gibt es eigentlich in jedem Laden, der aus einer Bastelabteilung ein bisschen vernünftig sortierte hat. Im Gartencenter habe ich schon gesehen, im Baumarkt. Und also die sind leicht zu bekommen. Ich habe einige Detailaufnahmen noch gemacht von den Perlen. Wer sich dafür interessiert, der kann vielleicht nochmal auf dem Blog vorbeischauen, hier unter dem i. Im Video habe ich natürlich nicht die ganze Strickjacke gezeigt, wie man sie macht. Es ist ja nichts besonders Schwieriges, es ist glatt rechts gestrickt. Hier habe ich ein Perlmuster. Die etwas kniffligeren Sachen, die habe ich gezeigt und dann noch eine ausführliche Arbeitsanleitung geschrieben. Die gibt es auch auf dem Blog. Die Wolle kommt ja in solchen Strängen. Das macht man dann so auf. Und dann kann man das aufwickeln. Macht dann immer diese Knäule. Das Rückenteil habe ich schon fertig und das linke Vorderteil auch. Jetzt kommt noch das rechte Vorderteil. Das werde ich natürlich gegengleich zu dem stricken. Ich mache einen Kreuzanschlag, also mein fädelt den Faden ganz normal auf den Finger, wie man es fürs Stricken macht, und dann kommt er so um den Daumen. Dann hier rein und Faden holen, loslassen. Und das mache ich jetzt 70 Mal. Ich stricke jetzt 6 Reihen, nur rechte Maschen. Das gibt dann dieses Bündchen, damit es sich nicht so gut, nicht so einfach zusammenrollen kann. Am Anfang und am Ende mache ich eine Randmasche. Ich mache die immer so, dass ich sie vorne stricke und hinten dann nur abhebe. Manche stricken es hinten und heben es dann vorne ab. Und dann nur rechte Maschen, 6 Reihen. Am Ende habe ich dann die letzte Masche, die hebe ich nur so ab, das ist dann meine Randmasche. Und am Anfang stricke ich die dann wieder. Und zwar stecke ich nicht so ein, wie man das normalerweise machen würde beim Stricken, sondern so. Jetzt habe ich diese 6 Reihen raus rechts gestrickt. Jetzt kommen 2 Reihen glatt rechts. Das ist ja immer eine Hinreihe rechts und die Rückreihe links. Nur hier in dem vorderen Bereich stricke ich immer 6 Maschen rechts, also hin und zurück, damit ich auch diesen krausen Abschluss bekomme. Ich stricke jetzt also die Rückreihe links. Und die letzten 7 Maschen, davon stricke ich 6 rechts, sowohl auf der Hin- als auch auf der Rückreihe, immer rechts für das Abschlussbündchen und die letzte ist die Randmasche. Also 6 rechts und die Randmasche und dann kommen wieder in jedem Fall vorne hier diese 6 rechts, um den Abschluss da zu bekommen, den hier. Und jetzt arbeite ich so weiter, immer 2 glatt rechts, 2 kraus rechts und hier kommen dann diese verkürzten Maschen, damit ich hier noch so eine Abschrägung bekomme. Jetzt habe ich den unteren Teil fertig, diese Rippen, und jetzt stricke ich glatt rechts weiter und den Abschluss hier mache ich, wie gesagt, kraus rechts. Ich habe jetzt die Länge gestrickt.
glatt rechts mit dem Abschluss am, also mit dem Rand. Und will jetzt hier, man kann es jetzt hier ein bisschen besser sehen, ich habe hier den Knopf schon mal angesteckt. In den Bereich längs ein Knopfloch nähen, und zwar hier rein, zwischen dem Abschluss und dem glattgestrickten. Dafür stricke ich jetzt 5 Reihen nur die Blende. Also das sieht jetzt so aus, und in den Bereich kommt dann auch schon die erste Abnahme für den V-Ausschnitt, an den dann später ein Schalkragen genäht wird. Ich habe das jetzt schon mal abgeschnitten, und das Ganze geht über 7 Reihen. Ist ganz gut, wenn es eine ungerade Zahl ist, dann geht es besser auf. Außerdem mag ich nicht in den vorderen Bereich, wenn da nichts mehr rankommt, einen Faden vernähen. Ich achte immer darauf, dass es auf der anderen Seite ist oder vielleicht sogar, wenn das Muster das zulässt, in der Mitte. Ich fange jetzt wieder an hier mit dem abgeschnittenen Faden, wieder mit einer Randmasche und stricke auch hier diese 7 Reihen in dem nächsten Bereich sozusagen. Jetzt habe ich also auf jeder Seite die 7 Reihen gestrickt. Normalerweise wird man ja etwas in die Blende reingehen mit dem Knopfloch. Das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte es etwas verdeckt haben. Den Faden habe ich jetzt da hinten und stricke jetzt eine letzte Reihe praktisch, das wäre ja dann die 8. Reihe, über alles drüber, und dann ist das Knopfloch fertig. Jetzt bin ich auch schon an der Stelle, und dann geht das einfach so drüber. Hier vorne stricke ich dann wieder alle rechts, weil das ist ja meine Blende wieder. Und dann ist das Knopfloch links eingestrickt, auch schon fertig. Ich muss jetzt nur noch die Fäden vernähen vom Abschneiden. Und dann ist es alles erledigt. Ich habe jetzt hier mal noch ein bisschen vorbereitet das Armloch. Hier ist der Ärmel, das Vorderteil. Und für das Armloch habe ich hier einfach ein paar Maschen abgekettet und dann gerade hoch gestrickt und setze den Arm dann so ein. Für den Kragen stricke ich einfach ein viereckiges Stück, also ein rechteckiges Stück, und zwar so lang wie der Halsausschnitt eben ist. Ich habe jetzt da ein bisschen Noppen reingestrickt, das funktioniert ganz einfach. Man strickt einfach eine Hinreihe, eins rechts, eins links. Und die Rückreihe, die strickt man dann, wie die Maschen erscheinen. Also eine linke wird zur rechten, eine rechte zur linken. Das war jetzt eine linke auf der anderen Seite, eine rechte auf der anderen Seite, jetzt ist eine linke, das war eine linke, jetzt ist eine rechte. Und so stricke ich die Reihe jetzt, wie die Maschen erscheinen. Nach den 2 Reihen stricke ich jetzt 2 Reihen, auf die das gleiche kommt, nur eben versetzt. Hier erscheint eine linke, dann mache ich eine rechte, dann wieder links, rechts, links, rechts, links, rechts. Und auch jetzt bei der 4. Reihe stricke ich die Rückreihe wieder, die Maschen, wie sie erscheinen. Da wird wieder die rechte zur linken und die linke zur rechten. Auch immer 1, 1 im Wechsel. Rechts, links, rechts, links. Und so habe ich dann eine Variation vom Perlmuster.
Perlen stecke ich jetzt hauptsächlich im unteren Bereich vom Kragen auf. Hier habe ich schon mal angefangen und habe mir mal ein bisschen eine Schablone gezeichnet. Die kann ich auch noch in die Arbeitsanleitung reinmachen, dann kann man sich die ausschneiden. Und damit man so ein bisschen Anhaltspunkt hat, wo die Perlen hinkommen und dass man dann auf beiden Seiten gleich arbeitet. Die Abstände, die mache ich so Pi mal Daumen, also ist jetzt nicht so ganz wichtig, dass die so, sieht vielleicht am Anfang ein bisschen wild aus, aber ich finde, so gerade so im Licht ist das eigentlich ganz gut. Ich habe einen ganz normalen Nähfaden, der gut zu der Wolle passt und nehme den doppelt, mache einen Knoten rein und damit es gut festsitzt. Die Nadel muss so sein natürlich, dass die Perle gut durchpasst, da passt nicht so eine dicke Nadel durch. Und wenn ich die jetzt so drauf habe, dann sollte man nicht so knapp hier wieder einstechen, hier kommt der Faden raus, nicht so knapp, sondern ein bisschen einen kleinen Abstand. Ich habe festgestellt, dass die Perle sich dann schöner hinlegt. So. Dann habe ich die ein bisschen mehr so von der Seite. Manchmal kriege ich es nicht hin, dann hat man die Perle mehr so ein bisschen von oben, aber das bewegt sich ja dann auch ein bisschen. Wenn ich 2-3 Perlen genäht habe, ich mache jetzt mal noch eine, ein bisschen kleinen Abstand einstechen und dann im Gewebe durchfahren, damit man unten nicht so die Spannfäden sieht, wenn man den Kragen mal hochschlägt oder so. Hier sieht man es jetzt ein bisschen, aber so im großen Ganzen muss man so im Gewebe dann zur nächsten Stelle stechen, damit man die Spannfäden nicht sieht. Und nach 2, 3 oder 5 Perlen, je nachdem, steche ich ein und mache einen Knoten, damit es nicht so leicht aufgeht. Oder wenn es mal aufgeht, dann verliere ich maximal 5 Perlen bis zum nächsten Knoten und dann muss ich nicht die ganze Arbeit nochmal machen. Die Jacke ist jetzt in Größe 42, würde ich sagen. Ja, und so ist natürlich auch die Arbeitsanleitung. Wenn ihr es größer oder kleiner haben wollt, müsst ihr da eben ein bisschen anbauen. Ich habe auch mal einen Film gemacht, wie man so eine Arbeitsanleitung auf die eigene Größe etwas anpassen kann. Den verlinke ich auch unter dem i. Also die Jacke ist ja vom Stricken her nicht so schwierig. Sie ist viel glatt rechts und wenig jetzt irgendwie Gimmicks, oder? Aber ich finde halt, dass jetzt extrem sich aufwertet durch die Perlen. Das ist sicher nochmal Mordsarbeit, die anzustecken. Und ja, das meinst du? Ging eigentlich schon. Ich sag jetzt mal, ja, 2 Stunden sind schnell vorbei, wenn man sich da auf so eine Arbeit konzentriert. Aber es geht eigentlich. Also ich finde, das macht unheimlich viel aus jetzt bei dem Stück. Also ich finde, das jetzt auch irgendwann die Spitzen gemacht. Man darf es auch nicht übertreiben, weil das wird ja sehr schwer. Die Jacke ist ja mit 700 Gramm nicht so sehr schwer. Ja. Die Wolle ist ja leicht, die Alpaka-Wolle ist ja leicht. Und dann wird es vielleicht hängen, der Kragen oder so, wenn man das übertreibt. Wenn euch unser Video gefallen hat, gebt uns bitte einen Daumen hoch. Wenn ihr euch noch für andere Strickprojekte interessiert, dann schaut mal in die Playliste, die gibt es auch unter dem i. Oder schaut einfach mal auf dem Blog vorbei oder schaut euch ein bisschen in unserem Kanal um. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!